schaut auf die Uhr und pünktlich um 15.30 Uhr. Bisschen mehr mit Ball machen als noch zuletzt. Klar. Respekt, was öffentliche Äußerungen angeht. Sano sich dann vielleicht selbst ein bisschen mehr trauen. Jetzt läuft man erstmal einem Sano, kleines Powerplay der Mainzer, Chor. Mainz richtig gut und da hat Kiel bisher noch nicht. Heute ist es eben Harris mal. Platz, guter Ball von Casida. Bisschen Glück, Nebel bleibt im Ball besetzt. Ja, Sano hier jetzt auch nochmal macht das richtig gut da im Zentrum bei den Mainzern. Liegt man zurück, dann braucht es wieder eine Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Nebel. Noch viele zweite Bälle. Dann die 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Sano gegen Geschwill. Gut gemacht von Max Geschwill. So oder so. Dazu muss spielerische Qualität kommen. Möglichen weiteren Einwechselspieler gesehen, aber Marcel Rapp hat ja auch schon 3-mal gewechselt. Der am schnellsten reagiert hat und den da wunderbar. Aus der Vollständigkeit halber. Von der Hand. Anschlusstreffer, eine Hoffnung zu erzwingen. Digovic. Nach seiner Einwechslung der Mainzer. Was die Ablöse angeht, 4 Millionen Euro hat man da. Im Gegensatz zu Sano, den wir hier sehen. Der macht auch heute wieder eine gute Partie. Hat allerdings 2-mal nicht gespielt. Ball. Skripski. Wartet auf sein 50. Länderspiel, da war schon ziemlich enttäuscht. Den Job richtig gut, das war oft anfangs natürlich mal links angefangen. Der Auftritt heute gewesen, bei einem Aufsteiger, ja. Wieder und es wird gleich noch einen Wechsel bei den Mainzern geben. Oh ja, defensive Armatur, die beiden Wechsel. Haben, dass man natürlich nicht so viel erwartet, dass sie immer der Underdog sind, dass sie im letzten Jahr Sascha Stegemann beendet.